Der August ist vorbei. Es ist Weihnachten, emotional zumindest schon. Wir haben es geschafft. Die heißen Tage sind gezählt. Und ich habe wieder ein paar spektakuläre Produkte diesen Monat für euch gefunden, die ich seither, ja, täglich nutze. Einige sind neu, einige sind brandneu. Manche sind schon ein paar Tage draußen, aber die haben es wirklich in sich. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Monatsfavoriten. Ich kann es kaum glauben, dass der August jetzt wirklich schon fast wieder rum ist. Es war ein ausgesprochen nervenaufreibender Monat. Wir hatten den Launch, wir hatten Bauarbeiten im Haus, wir haben Projekte finalisiert, wir haben uns auf die nächsten Monate vorbereitet, die für uns Content Creator natürlich immer die arbeitsintensivsten Monate sind. Nicht nur die Adventskalenderzeit, sondern auch Vlogmas. Wir haben natürlich auch eigene Marken und da ist natürlich Weihnachten immer ganz besonders viel los. Aber ich dachte mir, wir setzen uns mal entspannt hin und ich zeige euch mal ein paar Produkte, die ich entdeckt habe. Wir haben viel aus der Drogerie, sogar ein Hack mit dabei. Und ich würde vorschlagen, wir hüpfen direkt rein. Übrigens, ich habe hier ein Angebot für euch. Hier steht nämlich schon der Asam Adventskalender. Den zeige ich euch gleich. Vorher starten wir aber mit dem ersten Produkt aus der Drogerie. Ich kam ehrlich gesagt nicht mehr drum herum. Mein Instagram und mein TikTok-Feed sind mittlerweile voll mit Skinfluencern. Und ich finde das wirklich schön, weil ich mich zwar mittlerweile recht gut mit Skincare-Produkten auskenne, aber manchmal einfach, ich sehe, vielen wird es beim Make-up wahrscheinlich so gehen, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen in der Drogerie. So geht es mir ein bisschen in der Drogerie mit Skincare-Produkten. Und ich habe mich da tatsächlich echt influenzen lassen von der Hydro Boost Aqua Creme. Und ich muss sagen, das ist die perfekte Creme, wenn ihr Priming mit reinbringen wollt, also für euer Make-up, aber auch wenn ihr eine super empfindliche Haut habt. Das ist die Hydra Boost Aqua Creme. Die hat kein Parfum, die hat keine Parabene, die hat keine Silikone, die hat kein Öl, die hat keine. Die ist sehr, 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 sehr mild und extrem feuchtigkeitsspendend. Ich habe die jetzt einige Wochen schon in Benutzung und das ist eine ganz, ganz tolle Creme. Ich habe die jetzt schon drauf, weil ich sie wirklich gerne einziehen lasse. Eine sehr, sehr leichte, ja schon fast gelartige Textur. Es gibt die auch noch in der Aqua-Gel-Version, die ist noch ein bisschen leichter, die ist noch ein bisschen milder, ist aber parfümiert. Ich weiß, viele wollen keine Parfums in ihren Pflegeprodukten drin haben. Eine phänomenal gute Creme, wenn ihr eine sehr beruhigende Creme haben wollt, die nicht so anstrengend für die Haut ist. Manchmal gibt es so Tage, ihr wisst ja, ich probiere jeden Tag selbst zu entscheiden, okay, was braucht meine Haut heute? Wie möchte ich mein Make-up vielleicht auch haben? Möchte ich überhaupt Make-up tragen? Und die Aqua-Creme ist wirklich eine sehr, sehr gute Creme, wenn es super clean sein soll, ne? Nicht zu viel. Meine Haut ist vielleicht angestrengt. Wir hatten ein super anstrengendes Wochenende hinter uns jetzt. Und da will ich einfach meiner Haut auch mal ein paar Tage Ruhe geben und jetzt nicht gleich noch irgendwas hinterherwerfen. Dafür ist die perfekt. Große, große Empfehlung. Neutrogena generell eine sehr, sehr gute Marke in der Drogerie. Meine Mutter schwört auf Neutrogena, seitdem ich denken kann. Also ich kenne meine Mutter oder ich kenne das Bad meiner Mutter nicht ohne diese Neutrogena Pumpcreme und die Handcreme. Absoluter Favorite von ihr. Also große, große Empfehlung. Probiert die gerne mal aus. Habe ich jetzt ein paar Wochen in Anwendung. Ich muss sagen, meine Haut fühlt sich auch richtig schön plump an, fühlt sich gut an und das Make-up funktioniert großartig darüber. Ich habe keine Foundation, die ich wirklich jetzt neu dazu bekommen habe. Was ich aber habe und was ich mittlerweile gerne als Foundation nutze, ist das Soft Glam Filter Fluid von Catrice, der Glow Booster. Viele benutzen das als Highlighter. Ihr kennt mich, ich nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Produkt zu benutzen, was für mich aktuell ausreichend Deckkraft hat, dann benutze ich das. Es gibt für mich nichts Schöneres als Glow im Gesicht und ich mische die 10 und die 20 zusammen. Die 20 gebe ich ein bisschen mehr an die Wangen und auf die Stirn. Und dann könnt ihr, wenn ihr ein bisschen mehr der Kraft haben wollt, eine Foundation mit reinbringen. Und ich war am Anfang total anti dieser Foundation. Aber ich habe sie neulich in einem Video mal getestet wieder. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Ich verlinke es euch mal hier. Das war so ein, ich probiere alte Produkte wieder, bevor ich sie weggebe. Und das ist die Kat Von D Vegan Beauty Good Apple. Hau mich um Foundation. Die ist die deckendste Foundation überhaupt. Aber ich habe mittlerweile Hit the Pan. Ich gehe ganz leicht rein. Du brauchst wirklich nur eine kleine Menge. Und dadurch erhöhe ich natürlich nochmal die Deckkraft. Und das mische ich mit diesem Soft Glam Filter Fluid Glow Booster zusammen und habe ein so ultra, ultra schönes Finish. Das ist nichts, wenn ihr sagt, ihr wollt
nicht glänzen. Dieses Softlamp Filter Fluid ist, ich weiß, viele bezeichnen es als Dupe zu dem von Charlotte Tilbury. Ich würde dem nicht zustimmen, weil das meistens von Charlotte Tilbury wirklich so als Primer genutzt wird und du kannst das hier von Catrice wirklich als Foundation benutzen, weil das eine recht hohe Deckkraft für so ein Fluid hat. Und dieser perlige Effekt ist deutlich, deutlich leichter und feiner gemahlen als der von Charlotte Tilbury. Lass ich kurz auf meine Haut und nehme einen Beauty Sponge, der schon so ein bisschen angetrocknet ist. Also meistens mache ich ihn ja abends nass und lasse ihn dann bis zum nächsten Tag durchtrocknen. Du hast halt, ne, nicht viel Deckkraft, aber einfach so ein Hauch. Ich mag das sehr, sehr gerne, trage ich Tatsache so auch sehr gerne im Alltag, weil ich einfach nicht viel Deckkraft im Moment brauche oder auch möchte. Deswegen funktioniert das sehr gut. Du kannst es natürlich als Highlighter punktuell oder so ein bisschen als Primer benutzen, dann ist das gar kein Problem. Ein Produkt, wo ich erst super enttäuscht war und es jetzt aber verstanden habe, warum es so sein soll, wie es sein soll. Huda Beauty. Ich mag den Concealer davon gar nicht. Der ist mir viel zu trocken, viel zu cakey. Aber sie haben jetzt den Faux Filter Corrector rausgebracht. Das ist ein Color Corrector. Gibt es, glaube ich, in 5 Farben. Und der ist so ein bisschen Peach. Ich habe den in der Farbe Pink Pomelo. Das ist die zweithellste Farbe. Der sieht aber, ich glaube, ihr könnt es in der Kamera sehr gut erkennen, super, super grau aus. Also schon fast so ein bisschen fahl. So ein fahles Pink. Und ich dachte, als ich den gesehen habe, never ever funktioniert der für mich. Ich habe ja, mittlerweile geht's, weil ich ja diese PRP-Behandlung gemacht habe, wird es deutlich, deutlich besser. Aber ich benutze ja meistens den von Charlotte Tilbury oder hier den von Becker. Die sind aber eher orange. Der ist richtig peach. Und dadurch, dass der so fahl aussieht, na, fahl klingt jetzt negativ, ihr wisst, was ich meine, leuchtet der nicht so. Und du kannst den auch so tragen, ohne Foundation drüber oder ohne Concealer drüber, weil der nicht so grell orange oder grell pink ist, sondern ein sehr natürlicher, schon fast meiner Hautfarbe entsprechender Corrector ist. Und ich nehme wirklich nur eine kleine Menge und kann den hier rübergeben. Und dadurch sieht der fast aus, also er hat, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Der ist wie so ein Concealer mit Corrector mit drin. Eine sehr hohe Deckkraft. Und durch diese kühle Farbe, dieses kühle Pink, bräuchtest du theoretisch nicht mal einen Concealer drüber. Seht ihr den Unterschied? Das passt. Vielleicht liegt es auch nur an meiner Hautfarbe, ich weiß es nicht. Da freue ich mich über ein Feedback von euch. Sehr, 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 sehr gut. Hält extrem lange, creased nicht und da ist irgendwas drin, was so ein bisschen reflektiert. Also kein Glitzer, sondern er sieht so ein bisschen feucht aus, was natürlich diesen reflektierenden, diesen korrigierenden Effekt noch ein bisschen verstärkt. Du kannst ihn aufbauen, dann hast du so einen richtigen Color Corrector. Oder du machst halt nur so eine ganz, ganz kleine Schicht. Jetzt habe ich ein bisschen mehr drauf, ne? Und dann hast du so eine kleine Schicht und der korrigiert wirklich deine Augenringe. Was du machen kannst, du kannst auch ein bisschen mehr benutzen. Das mache ich, wenn ich ein bisschen mehr Deckkraft haben will. Und mische dann einfach mein Concealer damit rein. Blend das Ganze aus und dein Concealer ist gleich ein bisschen pinker und hat deutlich besser korrigiert. Eine kleine Unterbrechung. Ich darf ihn euch endlich, endlich zeigen. Und zwar den Asam Beauty Adventskalender. Und Freunde, ihr werdet nicht bei mir, wenn ihr nicht den besten Rabattcode überhaupt für den Asam Beauty Adventskalender bekommen würdet. Ihr könnt mit dem Code ADVENT-MAXIM auf die Adventskalender sparen. Und dieses Jahr gibt es 3 verschiedene. Wir haben den Skin und Haircare Adventskalender mit einem Warenwert von 130 Euro mit Produkten querbeet durchs ganze Pflegesortiment. Wir haben den Magic Finish Adventskalender. Das ist dieser hier mit einem Wert von 158 Euro für 69,99 und mit dem Code nur 59,99. Und es gibt dieses Jahr sogar den Luxus-Adventskalender mit einem Warenwert von 501 Euro für 169,99 Euro. Der Code gilt natürlich darauf auch. Ich kann euch jetzt noch nicht zeigen, was hier alles mit drin ist, aber ich sehe es hier hinten und es gibt kein Produkt, wo ich sage, nee. Einige Produkte kenne ich persönlich selber noch nicht und deswegen bin ich super gespannt, den auszupacken gleich. Aber das eine oder andere Türchen können wir doch mal aufmachen. Der Adventskalender kommt in dem klassischen Magic Finish Rosé, Gold und Braun Tönen. Ihr habt 24 kleine Päckchen, die ihr auch wieder befüllen könnt. Und wisst ihr was? Wir machen gleich mal ein Türchen auf. So sieht das Päckchen einmal aus. Und wir haben hier den Brilliant Shine Lipstick in der Farbe Fine Lily. Eine Farbe, die ich persönlich selber auch noch nicht kenne. Krass. Ein super cremiger Lippenstift in so einem schönen Rosenholzton. Perfekt für den Winter. Richtig, richtig schön pflegend.
Und ihr habt natürlich noch 23 weitere Türchen. Da müsst ihr mir jetzt erstmal vertrauen, bis ich ihn euch komplett einmal öffne. Ihr kennt das Spiel mit den Asam Adventskalendern. Die sind natürlich immer recht beliebt und super schnell weg. Deswegen schaut doch gerne jetzt einmal im Anschluss des Videos auf die Asam Beauty Website. Ich verlinke euch alles unten. Mit dem Code Advent-Maxim könnt ihr 10 Euro auf die Adventskalender sparen. Ich habe auch noch meinen regulären Asam Beauty Code. Der gilt natürlich auf alle anderen Produkte. Damit gibt es dann nochmal 15% Rabatt auf fast alles. Also schaut da gerne vorbei und ich mag das eigentlich immer nicht zu sagen, seid schnell, aber ihr kennt das Spiel und deswegen freue ich mich, dass wir im August schon darüber reden können, dass es jetzt da ist und auch nur jetzt, bis sie ausverkauft sind. Deswegen schaut da gerne einmal vorbei. Das sieht schon super, super süß aus in meinem Gesicht. Alles schön frisch, alles schön glänzend. Wir benutzen jetzt den Catrice Magic Shaper, ein geniales Produkt. Also seitdem ich das in dem Video benutzt habe, täglich in Gebrauch, super kühle Farbe, super schnell einzublenden. Ihr kennt mich, ich bin ja eine faule Maus. Ich bin eine wirklich faule Maus und ich mag es nicht, wenn ich so ewig lang an Lidschatten rumblenden muss und groß da hier ein Heckmeck veranstalten muss. Ich mag das eigentlich wirklich gar nicht. Und hier gehe ich einfach ein bisschen rüber. Ich mache halt die männliche Kontur, ne? So ein bisschen höher und ein bisschen schräger, dass das Gesicht ein bisschen schmaler und definierter wird und habe einfach eine super schöne Kontur. Den Highlighter Stick, der ist gut, ist jetzt nicht so unbedingt meins. Ich nehme gleich natürlich noch einen anderen Highlighter, aber die Konturseite ist genial. Ihr könnt ihn aufbauen, also ihr könnt ihn wirklich echt gut aufbauen. Mache ich meistens dann nur hier hinten, wo ich noch mehr Schatten haben möchte und kann dann hier einfach rein tupfen und habe eine krasse Kontur. Es wird gleich ein bisschen weniger, versprochen. Also, da müsste, muss ich sagen, Catrice, ne, ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber es wird jedes Jahr wird es besser. Es wird halt aber auch jedes Jahr weniger Drogerie-Make-up. Das ist ganz krass, weil, also das merke ich nicht nur bei Catrice merkt man es ein bisschen schneller als bei anderen Marken, weil sie natürlich viele neue Produkte rausbringen und Catrice auch vom Stil her so ein bisschen anders geworden ist, als es vielleicht vor 3-4 Jahren noch war, was ich sehr, sehr gut finde. Es ist sehr, 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 sehr clean, das Packaging. Es ist super erwachsen geworden. Und ich finde, glaube ich, seitdem Love nicht mehr da ist, ist der Unterschied zwischen Essence und Catrice nochmal größer geworden. Essence wirklich ein bisschen bunter, ein bisschen fröhlicher und ja, jünger. Und Catrice sehr reduziert, sehr erwachsen, sehr fokussiert auf die Effekte. Also merkt man schon den Unterschied. Apropos Effekte. Oh, ich habe das hier gefunden, ne? Camouflage HD Palette. Soll ein Dupe sein zu der von Make-up Forever? Ganz ehrlich, wenn ihr sie findet, schickt sie mir bitte. Ich habe sie nämlich bei Sephora gesucht und da gibt es nur eine ohne diese Konturfarben, ne? Da gibt es halt Blushes und so ein bisschen Foundation Shades, aber nicht so, wie ich die in Erinnerung hatte. Grandioses Produkt, gerade diese Farben hier liebe ich als Bronzer. Super, super cremig. Super pigmentiert und funktioniert halt wirklich. Ihr könnt, das ist das Schöne. Ich bin normalerweise nicht so ein Freund von diesen Colorbooks, weil ich meistens nur ein paar Farben davon benutzen kann. Aber hier könnt ihr halt das ganze Jahr über eure Foundations und eure Concealer so ein bisschen anpassen. Gerade diese bronzigen Töne, für mich zumindest bronzigen Töne, sehr, sehr gut. Aber auch diese Highlighting Shades, um einfach punktuell mal so ein Highlight zu setzen, habe ich bei Amazon gefunden. Auch das verlinke ich euch, habe ich euch aber auch bei Instagram neulich schon gezeigt. Ging sehr, sehr gut das Video bei euch oder kam sehr gut bei euch das Video an. Super, super cremige Texturen, halten wirklich gut, beschweren nicht, haben so einen leichten Sheen mit drin. Grandios. Will ich gar nicht so viel drüber reden, habe ich ein ganzes Reel zu gemacht. Aber super kompakt, super viele Farben, tolle Textur und wirklich nicht so teuer. Kostet unter 20 Euro. Und ihr habt halt 2, 4, 6, 8, 16 Farben. Ne? Da kommst du wirklich weit. Du kannst sogar diese Corrector als Blushes benutzen. Ich fixiere mein Make-up einmal kurz. Eigenlob stinkt, ich weiß, aber das ist euer Feedback gewesen. Ich danke euch wirklich von Herzen. Meine Kollektion mit Rival Loves Me, ein großer, großer Erfolg durch euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz wichtig, viele Filialen haben noch was bekommen und haben auch noch was da. Vielleicht ist es nicht in der nächsten Filiale bei euch, aber vielleicht in der übernächsten. Online ist es, glaube ich, weg, außer die Lidschattenpalette, die findet ihr da noch. Also schaut da gerne mal vorbei. Aber der Skin Enhancer als Highlighter, ein absoluter Traum. Ganz leicht ist, so ein super zarter Schimmer ist. Du kannst ihn natürlich aber auch aufbauen. Oder wenn du ganz spaßig bist, nimmst ihn einfach als kompletten Highlighter. Dafür habe ich ihn gemacht. Ich liebe das ja. Ne? Ich möchte aussehen wie frisch aus dem Olivenölmeer emporgestiegen. Und dafür ist der gut mit so einem großen Pinsel. Der ist jetzt hier von Schickimicki. Einfach
überall hin und du siehst halt aus, ne, wie so eine glowy goddess. Tolles Highlighting-Produkt. Eigenlob stinkt wirklich. Ich weiß, es fühlt sich auch komisch an, das so zu sagen. Es macht halt einfach super viel Spaß, das zu benutzen. Und du hast halt ein super frisches Make-up. Ich fixiere das Ganze natürlich gleich mit meinem Spray. Und die Base ist durch. Und gleich kommen wir zu den Augen. Und ihr wisst, ich bin großer, großer Fan von Natasha Denona. Ich weiß, die Produkte sind sehr, sehr teuer. Aber ich muss dazu sagen, ich sehe oft von Make-up-Artists, wenn sie Beauty-Brands rausbringen, dass es eher konsumentenfreundlich gemacht wird. Natasha Denona schafft es aber, dieses Artistische in die konsumierenden Produkte mit reinzubringen. Und ich habe gefühlt, glaube ich, fast alle spektakulären Paletten von ihr, außer jetzt so die Biber und so, wo sich viele Farben wiederholen. Aber die Natasha Denona, Palette, hat mich sofort gecatcht. Ich bin eigentlich eher die warme Maus. Und das ist eine sehr kühle Palette. Habe ich gedacht. Aber, und das siehst du erst, wenn du sie vor dir hast. Sie hat eine typisch kühle Farbpalette rausgebracht, die aber nicht leblos ist, sondern trotzdem kühle Farben mit einem warmen Unterton. Und das ist was ganz Besonderes, weil es A, grau. Grau ist eine wundervolle Farbe auf den Augen. Und ich glaube, komme ich gleich zu, dass das eine Palette für viele Mäuse ist, die vielleicht keine 16 mehr sind, weil sie A, sehr erwachsen ist, die Palette, und B, die Farben genau das tun, was sie machen sollen, wenn man vielleicht hier ein bisschen mehr Haut hat oder wenn man einfach ein bisschen erwachsener aussehen möchte. Deswegen schminken wir damit jetzt einen Look. Ich verlinke sie euch unten. Großartige Palette. Natasha Denona hat sogar mein Reel repostet dazu. Wusste ich nichts von. Nehme einen kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Mesh. Mesh ist so ein kühlgrauer, aber auch nicht so kühlgrauer Transition Shade Ton. Und den setze ich mir in die Lidfalte. Ich würde mir wünschen, dass Natasha Denona irgendwann Mono-Shades rausbringt, dass man alle Farben einzeln kaufen kann oder nachkaufen kann, weil ich glaube, dass diese Farbe für alle was ist, die vielleicht ein Schlupflid haben, die vielleicht ein bisschen mehr Definition im Lid haben wollen, weil kühle Farben immer mehr Schatten erzeugen, natürlich als so eine warme Farbe. Und die Farbe Mesh ist die perfekte Farbe, um das Lid zu konturieren, um so ein Schlupflid auch ein bisschen wegzuzaubern. Ganz, ganz spektakuläre Texturen. Was ich hier jetzt nicht drin sehe, sind diese Creamy Mattes, also sie hat ja auch manchmal so eine Creamy Matte Farbtextur mit drin, aber die perfekte Farbe für den Alltag, wenn ihr halt nicht braun haben wollt, ne? Es gibt auch die Yucca Palette, die ist aber ein bisschen artistischer und vielleicht nicht ganz so alltagstauglich. Also ich würde sagen, okay, wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt zwei Paletten, die ihr von Natasha Denona, in Anführungszeichen natürlich bitte immer sehen, braucht. Diese hier und die Bronze Palette. Ihr habt warm und kalt und könnt unglaublich viel machen. Und ich merke ja auch, oder ihr merkt es ja auch bei mir, dass ich mich auch so ein bisschen verändere. Ich werde jetzt natürlich auch ein bisschen reifer und ein bisschen erwachsener und möchte vielleicht nicht mehr ganz so schrill sein. Sondern ich möchte Produkte benutzen, die mir und meiner Persönlichkeit gut tun. Und dafür ist das eine grandiose Palette. Ich mische mir ganz leicht Fair und Wit zusammen. Und gebe das hier oben hin, um das so ein bisschen aufzuwärmen. Kann man natürlich dadurch auch sehr, 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 sehr gut machen. Also es muss gar nicht unbedingt kühl sein, sondern ihr könnt das Ganze auch ein bisschen aufwärmen. Ich wollte heute aber ein sehr, sehr... Oh, wisst ihr, was wir machen? Ich wollte das schon lange machen. Ich habe das mal bei Hattie gesehen und fand das, sah toll aus. So ein grauen Look, ein richtig, richtig grauen Look. Ich nehme einen flachen Pinsel aus meinem Pinselset, gehe in die Farbe Tender und setze mir die komplett auf mein bewegliches Lid. Das soll jetzt ein richtig monochromatischer Look werden heute. Ich hätte mir ein noch kühleres Grau gewünscht. Also so ein richtiges Eisgrau. So wie in der, ich weiß gar nicht welches ist, Day oder Night Palette von Hattie. Tolle Textur. Wir sollten wieder anfangen, kühlere Farben zu tragen. Ich glaube auch jetzt für den kommenden Winter könnte das echt was Tolles sein. Ich nehme auch gleich die Farbe Tender für meinen unteren Wimpernkranz. Schwarzen Kajal. Und dann nehme ich diesen fluffigen Pinsel wieder und gehe in die Farbe Delilah und nutze den so ein bisschen als Topper. Und der ist so, also der ist sehr flaky und ist wirklich nur wie so ein Topper. Grandiose Formulierungen und ich habe auch noch keinen Dupe zu dieser Palette gefunden. Ich bin gespannt, wann die ersten Dupes rauskommen. Aber du hast halt so einen richtig schön erwachsenen, tollen Look. Ein bisschen Silhouette hier hinten hin.
grandios. Ich finde ja Mamako so klasse. Und dieser Look schreit irgendwie Mamako. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, der erinnert mich total an Steffi. Ein ganz, ganz toller, super simpler Look. Perfekt für den Alltag. Dadurch, dass der Look jetzt schon so... Ich will ihn nicht dunkel nennen, weil so dunkel ist er nicht. Wird die Lippe ein bisschen dezenter. Ich benutze von Catrice den neuen Plumping Lip Liner. In der Farbe Manhattan ist die neue Farbe. Ich mag diesen Plumping-Effekt nicht. Catrice, please. Den nochmal ohne Plumping. Wunderschöner Braunton. Und jetzt... Habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich habe meinen Galaxy Gloss genommen, die pinke Mascara von Rival Loves Me mit reingemischt. Ich habe jetzt einen pinken Gloss. Könnt ihr auch mit jedem Lidschatten machen. Ins Zentrum. Dadurch wird die Lippe ein bisschen wärmer wieder. Und wir haben einen ganz, ganz besonderen Look. Bin super gespannt, welche Produkte ihr diesen Monat für euch entdeckt habt und welches Produkt aus meiner Kollektion euer Favorit geworden ist. Ich mag das total gerne. Wirklich wunderschön. Kleine Erinnerung, schaut unbedingt unten in die Infobox vorbei. Dort könnt ihr mit meinem Rabattcode nochmal auf den Asam Beauty Adventskalender sparen, beziehungsweise auf alle. Oder ihr nehmt natürlich meinen regulären Asam Beauty Code und könnt euch mit euren liebsten Produkten eindecken. Also schaut da unbedingt vorbei. Was weg ist, ist weg. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns am Freitag hier wieder. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.